Star Citizen Hintergrund. Mehr Informationen zur Technik, zur Community und der Entwicklung von Star Citizen. Heute übersetze ich euch den Star Citizen Monatsreport für den September 2021. Und da es sich um ein Hintergrundvideo handelt, gibt es nicht nur die reine Übersetzung, sondern auch die ein und andere Hintergrunderklärung, den ein und anderen Exkurs dazu. Unter anderem sind das die Bounding Box, Raycasting, das Performance-Regressionssystem und die State Machine und noch so das ein und andere mehr. Viel Spaß! Im September schloss das AI Content Team, das Team für den KI-Inhalt, die Arbeit am neuen Verhalten Arbeiter ab, mit dem die Designer schnell Leben in verschiedene Umgebungen bringen können. Dieses Verhalten wird viele der alten Verhaltensweisen ersetzen, bis eine umgebungsspezifische KI hinzugefügt wird. Außerdem wurde den Außenposten die Sicherheitsfunktion Tier Zero hinzugefügt, also die erste Iteration. Damit können NPCs jetzt auf ihren Patrouillen nützliche Gegenstände finden und auch benutzen, wodurch ihre Routen glaubwürdiger und weniger roboterhaft wirken. NPCs können nun auch Eingänge bewachen, indem sie den Zutritt blockieren oder Ausweise prüfen. Der Barkeeper und der Verkäufer wurden um neue Café-Usables erweitert, also Objekte, die benutzbar sind, die es den Spielern ermöglichen, an Orten innerhalb der Landezone Area 18 Erfrischungsgetränke zu bestellen. Auch dieses verstehe ich als eine Tier-Zero-Implementierung, eine erste Art der weiterführenden Interaktion mit unserer Umgebung außerhalb der missionsspezifischen Interaktion wie Kisten schleppen und so weiter. Sehr, sehr spannend. Die im letzten Monat beschriebenen Verhaltensweisen der Händler und Verkäufer wurden weiter ausgebaut und Ärzte und Krankenschwestern wurden in die Krankenhäuser von New Babbage und Orison implementiert. Die Arbeiten gehen gut voran und Anfang nächsten Monats findet ein QATR statt. Ein Quality Assurance Test Request, also eine Anforderung eines Qualitätssicherungstests. Das Team für die KI-Features, für die KI-Funktionen, hat weiter an den Wahrnehmungsänderungen für das Schleich-Gameplay gearbeitet, also Stealth, einschließlich der Entwicklung eines Mechanismus, mit dem die Reichweite von Geräuschereignissen wie Waffenabschüssen, Geschosseinschlägen, Schritten und Sprüngen angepasst werden kann. Außerdem wurde der Debug-Renderer aktualisiert, um die Art des Schallereignisses anzuzeigen, damit die Designer die Schallereignisse, an denen sie arbeiten, identifizieren können. Im Nahkampf wurden Fortschritte erzielt, indem das Kombo-System verbessert wurde, um es datengesteuerter zu machen, sodass die Designer neue Kombos schnell und einfach hinzufügen können. Zuvor wurden Kombo-Angriffe in der Subsumption-Logik des Nahkampfverhaltens eingerichtet, wobei mehrere einzelne Angriffstasks, Angriffsaufgaben aneinandergereiht wurden. Jetzt wird eine einzige Combo-Angriff-Task verwendet, um die Reaktionsfähigkeit zwischen den einzelnen Teilen der Combo zu verbessern. Das Team arbeitete auch mit dem Actor-Team an einer Lösung für die KI, damit diese mit Nahkampfangriffen niedrige oder hohe Ziele trifft. Hierzu wurde die Rotation der Wirbelsäulenknochen nach oben und unten angepasst, damit sich die Mannequins in Richtung des Ziels beugen können. Die Bereinigung der Motion-Capture-Animationen für das Hinhocken, die Kapitulation, die Wahrnehmungsreaktionen und die Deckungssuche im Fall, dass der betreffende NPC unbewaffnet ist, wurden ebenfalls fortgesetzt. Nicht zuletzt hat das Team einige Probleme mit Schiffen behoben, die ein führendes Schiff verteidigen und beim Versuch, ein neues Ziel auszuwählen, in einem Loop, in einer Endlosschleife stecken bleiben. Im vergangenen Monat konzentrierte sich das KI-Tech-Team auf die Optimierung verschiedener KI-Systeme, um die Leistung zu verbessern, einschließlich des Verhaltens von Geschütztürmen. Der Schwerpunkt lag auf der 3D-Kollisionsvermeidung für KI-Schiffe in komplexen Szenen mit engen Räumen, in denen Bounding-Boxes für Hindernisse keine praktikable Lösung sind. Eine Bounding Box, ein Begrenzungsrahmen, ist ein imaginäres Rechteck, das als Bezugspunkt für die Objekterkennung dient und einen Kollisionsrahmen für dieses Objekt bildet.
Datenannotatoren kommt aus dem Englischen. To annotate heißt anmerken, beschriften, erklären. Ein Annotator ist ein Kommentator. Diese Datenannotatoren zeichnen diese Rechtecke über Bilder und umreißen das betreffende Objekt in jedem Bild durch eine Definition seiner X- und Y-Koordinaten. Das erleichtert es den KI-Algorithmen, das Gesuchte zu finden und Kollisionspfade zu bestimmen und spart wertvolle Rechenressourcen. Doch wie funktioniert die Objekterkennung im Zusammenhang mit Bounding Boxes? Zur Beantwortung dieser Frage muss die Objekterkennung in zwei Komponenten aufgeteilt werden: Objektklassifizierung und Objektlokalisierung. Mit anderen Worten, um ein Objekt in einem Bild zu erkennen, muss der Computer wissen, was es ist und wo es sich befindet. Nehmen wir als Beispiel selbstfahrende Autos, die auch mit Bounding Boxes arbeiten. Ein Annotator zeichnet Bounding Boxes um andere Fahrzeuge und kennzeichnet sie. Auf diese Weise wird ein Algorithmus darauf trainiert, zu erkennen, wie die Fahrzeuge aussehen. Die Annotierung von Objekten wie Fahrzeugen, Verkehrssignalen und Fußgängern ermöglicht es, autonomen Fahrzeugen sicher durch belebte Straßen zu manövrieren. Die Wahrnehmungsmodelle für selbstfahrende Fahrzeuge stützen sich also stark auf Bounding Boxes, um diese autonomen Fahrzeuge zu ermöglichen. Eine Bounding Box ist aber nicht nur ein Rechteck, das über ein Bild oder ein Objekt gelegt wird. Denn auch die Hauptmerkmale dieses betreffenden umrissenen Objekts sind in der Bounding Box enthalten. Das Hauptziel der Implementierung dieser Annotation, dieser Annotationsstrategie, ist die Verringerung des Fragespektrums für bestimmte Objektattribute, wodurch Rechenressourcen gespart werden und gleichzeitig die Lösung von KI-basierten Erkennungsproblemen herbeigeführt wird. Nachteil ist natürlich, dass solch eine Box als grob skizzierter Rahmen viel Platz benötigt. In engen Räumen identifiziert die KI dann natürlich, wenn so eine Box um ein Raumschiff gelegt ist und sich dieses Raumschiff in engen Umgebungen bewegt, sei es in Höhlen oder in Asteroidenfeldern, dann registriert die Engine eine Kollision, nämlich dann, wenn die Box irgendwo an eine andere Box oder eben Asteroiden, wie auch immer, einen Kollisionsrahmen stößt, obwohl das Raumschiff selbst noch gar nicht kollidiert, sondern nur die umgebende Box. Und das ist das Problem, weshalb CIG in engen Räumen nicht mehr mit der Bounding Box arbeiten möchte. Und hier gibt es eine Alternativlösung, und wie diese Alternativlösung aussieht, das verrät uns dieser Monatsreport leider nicht. Weiter wird geschrieben, dass es eine Reihe von Aktualisierungen für Pfadfindung, Pfadausführung und Bewegung sowie weitere Fortschritte bei der Planetennavigation gab. Für den Subsumption-Editor wurde die Implementierung des Undock-Systems abgeschlossen, wodurch die Benutzeroberfläche umgestaltet werden kann. Außerdem wurden Fehler in der Alpha 3.15 behoben und das Team schrieb weiter an der technischen Dokumentation zu den KI-Systemen und dem Server-Meshing. Übrigens ein sehr interessanter Nebenvermerk: Sie schreiben an der technischen Dokumentation zum Server-Meshing. Das heißt, die haben da schon was gebaut und am Laufen. Und was das nochmal bestätigt, das ist die Roadmap, und da gehen wir nachher nochmal drauf ein. Das Animationsteam verbrachte den September mit der Verbesserung der Verkäufer und Händler. Das umfasste das Hinzufügen neuer Gegenstände und ortsbezogener Objekte und Übergänge, um ein lebensechteres Ergebnis zu erzielen. Außerdem wurde erörtert, wie man am besten emotionale Zustände für Charaktere implementiert, um sie sozusagen zum Leben zu erwecken. Und zwar auch dann, wenn sie gerade nichts zu tun haben. Die Arbeit an Verhaltensmustern und Animationen für Gäste wurde fortgesetzt. Einige der Assets, die zuvor für an Bars sitzenden Gästen als Motion Capture gedreht wurden, werden nun implementiert, um den NPCs an Bars und Theken ein glaubwürdigeres Verhalten zu verleihen. Hierzu ein Zitat des Animationsteams: Wir haben eine beträchtliche Menge an neuen Leerlauf-Animationen, also an Idle-Animationen für sitzende Charaktere eingefügt und arbeiten auf den Tag hin, an dem kein Charakter mehr wie eine Statue aussieht, sondern eher wie eine lebende, atmende Person. Einige dieser Animationen sind noch nicht vollständig bearbeitet, aber wir wollten sie jetzt schon mal einbauen, damit wir das Ergebnis im PTU und PU testen können. Soweit das Animationsteam. Auf der Spielerseite hat das Team damit begonnen, verschiedene Select- und Deselect,
Auswahl und Abwahl Assets zu überarbeiten, damit sie in allen denkbaren Situationen funktionieren. Dies auch mit Blick auf das neue Inventarsystem. Es wurden Verbesserungen an der Fortbewegung der Betrunkenen vorgenommen, die zusammen mit einem neuen Asset Drop die Optik deutlich verbessern werden. Character Art schreibt, dass sie im letzten Monat die Charaktere für Alpha 3.15 und darüber hinaus vorbereitet haben. Die Tech Artists haben außerdem zwei neue Rüstungen fertiggestellt, die mit dem kommenden Patch ins Verse implementiert werden. Für Subscriber wurden zwei neue Helme, deren Veröffentlichung für Ende des Jahres geplant ist, modelliert und zum Skinning an Tech Art übergeben. Sie werden mit Farbvarianten bestehender Rüstungen abgestimmt, wie die kürzlich erschienenen Helme Star Kitty und Kabuki. Außerdem hat das Team den letzten Schliff an den Preisassets für die vier Finalschiffe des Ship Showdowns vorgenommen. Die Charaktergestaltung wurde mit den Inhalten für Alpha 3.16 vorangetrieben, einschließlich eines Texturupdates für alle Köpfe des DNA-Archetyps. Dies wird die Qualität des Character-Customizers und der NPC-Köpfe für PU und Squadron 42 massiv verbessern. Für Pyro setzten die Concept-Artists die Erstellung von Costume-Packs, also von Bekleidungspaketen für die Kleidung im Frontier-Stil fort, die als Grundlage für die Kleidung des gesamten Systems dienen wird. Außerdem wurden mehrere Rüstungen für die Xeno-Threat-Gang modelliert, wobei die CDS-Rüstung, also die Rüstung der Crusader Defense Security, als Grundlage diente. Das Ship-Art-Team hat in den USA die endgültigen Entwürfe für die Crusader Ares fertiggestellt, also die Crusader Ares. Dabei wurde der neue großflächige Glow-Workflow in die Triebwerke implementiert, die wir ja auch gerade in Inside Star Citizen kennengelernt haben, um die Beleuchtung zu verbessern. Außerdem wurde ein zweigeteiltes Materialsystem eingerichtet, um sowohl die ungepanzerte Iron als auch die gepanzerte Inferno bei der Anwendung von Farbtönen zu unterstützen. So wird erreicht, dass jede Version des Schiffes etwas anders aussehen wird. Die Drake Vulture befindet sich nun in der Greybox-Phase. Das Innere ist fertiggestellt und das Team konzentriert sich auf die Fertigstellung der Außenseite, einschließlich der beiden Arme am vorderen Teil des Schiffes, den sogenannten Reclamation Arms, den Nose Grinder, also dem Verkleinerungswerkzeug unter dem Cockpit, dem Chassis, Cockpit, Fahrwerk und der Triebwerke. Außerdem wurde eine klappbare Außenleiter hinzugefügt, über die die Spieler vom Reclamation Arm aus ins Cockpit gelangen können. Eines der zuvor erwähnten unangekündigten Schiffe befindet sich derzeit in der finalen Entwurfsphase, wobei der Schwerpunkt auf dem Polieren, auf dem Finalisieren von Materialien und Gondeln liegt. Das Augenmerk liegt derzeit auf dynamischen Animationen, um den Spielern mehr Feedback zu geben, wenn das Schiff in Bewegung ist. Ein weiteres Schiff, das im letzten Monatsreport besprochen wurde, ist nun fertiggestellt. Das Team plant einen Durchgang zur Fehlerbehebung und bereitet sich darauf vor, den endgültigen Farbtonbereich festzulegen. In Großbritannien wurde ein unangekündigtes Schiff in die Pipeline aufgenommen, während mehrere andere das Stadium der endgültigen Gestaltung erreichten, also Final Art. Die Aufgaben für die Crusader A2 Hercules wurden abgeschlossen, einschließlich kleinerer Abschlussarbeiten und Fehlerkorrekturen. Die kommenden MISC-Frachtschiffe, also von Musashi Industrial Starflight Concern, machten gute Fortschritte. An der Hull C wurden zahlreiche Details fertiggestellt, während sich die Hull A der Whitebox-Überprüfung nähert. Das Audio-Team verbrachte den September damit, die im dritten Quartal gesetzten Ziele abzuschließen und die Vorbereitungen für verschiedene Veranstaltungen zu unterstützen. Horizon ging in die letzte Phase, wobei die Soundeffekte und Dialoge für Cousin Crows und den Crusader Showroom zusammen mit einer Überarbeitung des Ambientes und generellen Soundabmischung abgeschlossen wurden. Die Planung für die Musik des Raumhafens von Horizon schritt ebenfalls voran und der Rest Stop und das Krankenhaus von Grimhex erhielten ihre letzten Soundeffekte und Dialogdurchläufe. Tech Sound Design und Sound Effects arbeiteten zusammen, um Effekte für das Krankenbett und die Bombenabwurf UI hinzuzufügen. Und nicht zuletzt arbeitete das Audio-Team an Soundeffekten und Dialogen für die International Aerospace Expo. Weiter geht's zum Kernblock dieses Monatsreports, zum Engine-Team. Im August hat das Physikteam den Backend-Code weiter optimiert, unter anderem für die Implementierung von Soft Bodies, also weichen Körpern,
weichen Objekten. Verschiedene Teile der relevanten Kollisionserkennungsroutinen wurden algorithmisch optimiert, indem ihre Bounding-Volumendarstellungen und Hierarchie verbessert wurden. Das Laden und Erstellen von Soft-Body-Topologien, der Backing-Code und die Speicherverwaltung wurden ebenfalls verbessert. Darüber hinaus werden Geländemeshes nun so gekennzeichnet, dass sie ausschließlich mit einem Raycast beschossen werden können, und Meshes können mit einem einzigen Raycast geclustert werden. Raycasting ist eine Rendering-Technik zur Erzeugung einer 3D-Perspektive in einer 2D-Karte. Als Computer noch langsam waren, war es nicht möglich, echte 3D-Engines in Echtzeit laufen zu lassen, und Raycasting war hier die einzige und erste Lösung. Raycasting kann sehr schnell sein, da nur eine Berechnung für jede vertikale Linie des Bildschirms durchgeführt werden muss. Das bekannteste Spiel, das diese Technik erstmalig verwendete, ist natürlich Wolfenstein 3D. Spätere Spiele wie Doom und Duke Nukem 3D verwendeten ebenfalls Raycasting, aber viel fortschrittlichere Engines, die schräge Wände, unterschiedliche Höhen, texturierte Böden und Decken, transparente Wände und so weiter ermöglichten. Die Grundidee des Raycasting ist folgende. Die Karte ist ein quadratisches 2D-Navigationsgitter, ein Mesh. Und jedes Quadrat dieses Meshes kann entweder 0, also keine Wand, oder einen positiven Wert, gleich eine Wand oder ein Hindernis, mit einer bestimmten Farbe oder Textur haben. Zur Erfassung dessen wird ein Strahl ausgesendet, der an der Position des Spielers beginnt und dessen Richtung sowohl von der Blickrichtung des Spielers als auch von der X-Koordinate des Bildschirms abhängt. Dann lässt man diesen Strahl auf der 2D-Karte vorwärts wandern, bis er auf ein Kartenquadrat trifft, das einen positiven Wert hat, ergo eine Oberfläche ist, was eine Wand sein kann. Wenn der Strahl auf diesen positiven Wert trifft, wird die Entfernung dieses Trefferpunkts zum Spieler berechnet. Diese Entfernung wird dann verwendet, um die visuellen Parameter zu berechnen, im Falle einer Wand zum Beispiel die Höhe. Denn je weiter die Wand entfernt ist, desto kleiner ist sie auf unserem Spielerbildschirm, und je näher sie ist, desto höher erscheint sie. Von dieser Erkenntnis ausgehend erkennen wir, dass Raycasts für viele Anwendungsszenarien verwendet werden können. Außer der visuellen Berechnung kann und wird das Raycasting auch zur Berechnung von Kollisionen und Geschosstreffern verwendet. Mit einem Raycast-Strahl lässt sich feststellen, ob ein Schuss einen Bösewicht oder eine Wand getroffen hat. Jetzt ist Star Citizen eine sehr komplexe grafische Umgebung mit einer Unmenge zu berechnender Grafikschichten. Zusammengefasst sogenannten Clustern, die mit wiederum verschiedenen GPU-Shadern berechnet werden, trilinear interpoliert und so weiter und so fort. Um hier angesichts eigentlich notwendiger großer Mengen an Raycasts trotzdem die Performance nicht zu sehr in die Knie zu zwingen, werden alle auf den Meshes aufsetzende Grafikassets in einen Kontext zu den Meshes gesetzt mittels Flags. Man erhält so eine abstrahierte Cluster-Grafikumgebung, deren einzelne Volumina mittels Volumen-Raycasting trotzdem berechnet werden können. Durch die Verwendung dieser Abstraktionsschicht werden alle Rendering-Kontexte aufgeteilt, wodurch die Raycast-Berechnung weiterhin möglich bleibt. Wenn CRG also in dem Monatsbericht schreibt, dass Geländemeshes nun so gefleckt, gekennzeichnet werden, dass sie ausschließlich mit einem Raycast beschossen werden können und Meshes mit einem einzigen Raycast geclustert werden können, wissen wir nun, dass durch die Flags Grafikassets in einen Kontext zum zugrunde liegenden Mesh gebracht werden und so auch in einer Abstraktionsschicht zusammengefasst, um die Berechnung mit einem einzigen Raycast-Strahl zu ermöglichen. Darüber hinaus werden kinematische Teile nun als gültige bewegliche Boden-Collider für Actor-Entities verwendet. Für den Renderer wurde die Arbeit am globalen Draw-Paket-Cache fortgesetzt. Es wurde ein Mechanismus hinzugefügt, um den Cache bei Bedarf neu zu erstellen. Die Logik wurde auch verfeinert, um die unnötige Wiederherstellung von Draw-Packets, Zeichenpaketen, mit identischen Argumenten zu verhindern, was für Brushes wichtig ist, für Pinsel. Hier wurde also Redundanz eliminiert, um den Speicherbedarf zu reduzieren, in einfachen Worten.
An der Gen 12 Render-Schnittstelle wurde weitergearbeitet und auch am Shader-System wurden einige Änderungen vorgenommen. Die Initialisierung des Shader-Parsers wurde vereinfacht und der Benutzer-Cache wurde zwecks Optimierung verschoben. Und dieser Parser wurde vereinfacht und das Ganze läuft auch wieder unter dem Thema Optimierung, Performanceverbesserung etc. Das wird nach Alpha 3.15 eingeführt und sollte ein langjähriges Problem einiger Benutzer beheben. Welches Problem das ist, das wird hier nicht erwähnt. Es gab auch verschiedene Änderungen, um den Code zu überarbeiten und auf Gen 12 umzustellen. Der Stepping Code wird hier erwähnt. Stepping bedeutet, dass nur ein weiterer Schritt eines Programms ausgeführt wird, wobei Schritt entweder eine Zeile Quellcode oder eine Maschinenanweisung bedeuten kann. Der Stepping-Code für lokale Wolkenschatten wurde verfeinert, damit er von den Artists leichter zu kontrollieren ist und so optimiert, dass er nur bei Bedarf ausgewertet berechnet wird. Abgesehen von der Selbstschattierung werfen Wolken nun auch ihre Schatten auf die gesamte Szene, was für eine korrekte Szenenintegration wichtig ist, da das Team beginnt, sie auch auf Planeten zu verwenden. Darüber hinaus wurde die Arbeit an der Verbesserung des Renderings der Wolkenränder abgeschlossen und den Artists wurden Parameter zur Verfügung gestellt, damit sie den Wolken ein volumetrischeres Aussehen verleihen können. Auf der Seite der Core Engine wurde dem P4K-System Unterstützung für den AppData-Zugriff hinzugefügt. P4K ist ein Dateityp zur komprimierten Paketierung von Grafik- und Spielassets. Abgesehen davon, dass nun auch der Shader-Cache-Ordner des Benutzers dort gespeichert wird, plant das Team, alle temporären Dateien des Spielclients dorthin zu verschieben. Das P4K-Dateisystem wurde entsprechend verbessert. Die Arbeit am Performance-Regressionssystem wurde mit zahlreichen unterstützenden Änderungen wieder aufgenommen, da es für den täglichen Fortschritt und die Stabilität der Entwicklung immer wichtiger wird. Dieser kleine Nebensatz hier, der ist essentiell wichtig für die Entwicklung von Star Citizen. Und meines Erachtens ist es auch essentiell wichtig, dass wir verstehen, was das bedeutet. Weshalb ich in diesem Fall einen tiefergehenden Blick auf das Performance-Regressionssystem werfen möchte. Was ist das also, ein Performance-Regressionssystem? Meines Verständnisses nach handelt es sich um ein System für ein gleichnamiges Testsystem, die Leistungsregressionstests. Es handelt sich hierbei um einen vergleichenden Ansatz, bei dem untersucht wird, wie eine Softwareanwendung in aufeinanderfolgenden Builds abschneidet. Experten für intelligente Testautomatisierung simulieren dazu eine Vielzahl von Nutzungsszenarien, von denen viele Tests sind, die die Anwendung unter ungünstige Leistungsbedingungen stellen. Vereinfacht gesagt, liefern Leistungsregressionstests Rückmeldungen darüber, wie sich die Leistung einer Anwendung entsprechend den jüngsten Änderungen in der Entwicklung verändert. Eine Leistungsverschlechterung ist also zwecks Testdaten gewünscht, aber besonders dann unerwünscht, wenn die Analyse eine ungerechtfertigte Verschlechterung der Leistung ergibt. Natürlich wird jede Leistungsverbesserung als vorteilhaft angesehen. Häufig werden solche Tests vernachlässigt oder gar nicht durchgeführt. Häufig genug passiert das durch Zeitdruck, wenn der Liefertermin kurz bevorsteht und die Einbeziehung von wichtigen, aber nicht getesteten Funktionen in letzter Minute höhere Priorität hat als die Qualitätssicherung. Ein weiteres Problem ist, dass sich viele Teams nicht die Mühe machen, Leistungsanforderungen zu erstellen, sodass es keine Grundlage für angemessene Abnahmekriterien gibt. Häufig werden Leistungsregressionstests als eine Belastung angesehen, die mit jedem größeren Build einhergeht. Konfiguration und Bereitstellung in einer Testumgebung, Ausführung von Lasttests und anschließende Analyse der Ergebnisse. Aufgrund der zunehmenden Komplexität von Softwareanwendungen und der Fähigkeit, eine viel größere Anzahl von Benutzern zu verwalten, wird die Herausforderung, ein angemessenes Leistungsniveau aufrechtzuerhalten, für viele Unternehmen sehr akut. In der Regel hat ein Leistungsrückgang
egal ob Applikation oder Webseite, negative Folgen, wie zum Beispiel höhere Wartungskosten und Unzufriedenheit der Benutzer, was sich letztendlich dann wieder auf die Rentabilität auswirkt. Regressionen können manchmal zu nicht trivialen finanziellen Verlusten führen. So berichtete Amazon vor Jahren, dass eine Verzögerung der Seitenladezeit der Amazon-Webseite um eine Sekunde den Gesamtumsatz um bis zu 1,6 Milliarden Dollar pro Jahr verringern kann. Seitdem wurde viel geforscht, um die Ursachen für Leistungseinbußen bei Softwareanwendungen zu ergründen. Weitere Untersuchungen haben gezeigt, dass die Bemühungen des Entwicklungsteams, Regressionen vor allem durch die Analyse von Betriebsdaten wie Leistungsprotokollen und Leistungszählern zu erkennen, von großem Wert sind. Die Fehlersuche und Behebung von Leistungsproblemen ist an sich schon eine Herausforderung. Der Aufwand erhöht sich erheblich, wenn jemand wochenlang Codeänderungen durchforsten muss, um die Ursache zu finden. Das Auffinden von Leistungsrückschritten durch Leistungsregressionstests, auch wenn diese in einem Bild beabsichtigt oder unbeabsichtigt zu schlechterer Performance führt, ist insofern nicht nur effizient, sondern für CIG unumgänglich. Würden Sie das angesichts der enormen Komplexität von Star Citizen nicht tun, wäre das Beheben von Fehlern und Aufrechterhalten der Performance, der gewünschten Zielperformance, irgendwann kaum noch möglich, wenn nicht sogar unmöglich. Durch das Schließen der Lücke zwischen dem Auftreten eines Leistungsproblems und dem Zeitpunkt, zu dem es gefunden wird, wird der Prozess der Fehlerbehebung weiterhin möglich, trotz des Umstands, dass der Entwicklungsbild in einem ständig funktionierenden Zustand gehalten wird, also dem Persistent Universe. Insofern ist dieser kleine Satz, dass die Arbeit am Performance-Regressionssystem mit zahlreichen unterstützenden Änderungen wieder aufgenommen wurde, da es für den täglichen Fortschritt und die Stabilität der Entwicklung immer wichtiger wird, eine ausgesprochen wichtige und gute Information für uns. Das Team unterstützte auch das Server-Meshing, steht hier weiter geschrieben, indem es den Code entkoppelte, sodass er als eigenständiger Dienst ausgeführt werden kann. Das Team konzentrierte sich auch verstärkt auf die Optimierung, wobei bestimmte Spielszenarien häufig analysiert, gemeldet und aktualisiert wurden. Dies führte zu verschiedenen Verbesserungen, die nach Alpha 3.15 eingeführt werden. Zum Beispiel wurde das Aufrufen, das sogenannte Wake-up, von Entitätskomponenten verbessert, indem die Komponenten für eine gewisse Zeit aktiv gehalten werden. Der Server Object Container Streaming Code wurde stark optimiert und die Speicherzuweisung bei der Verwendung von SIG-Function Lambdas wird hier in Klammern erwähnt, was im Wesentlichen ein Codeblock ist, der als Argument an einen Funktionsaufruf übergeben werden kann. Das wurde verbessert. Es gab auch verschiedene andere Änderungen, wie zum Beispiel die Verlagerung von Laufzeit-GPU-Puffer-Updates in Hintergrund-Threads. Weiter geht's zu dem Feature-Team für Charaktere und Waffen. Das Feature-Team konzentrierte sich weiterhin auf die Behebung von Fehlern und die Verbesserung der Lebensqualität für die neuen Features, Spielerinventar und Actor-Status. Insbesondere das Inventar lief langsamer, als es bei internen Spieltests der Fall war, sodass erhebliche Anstrengungen unternommen wurden, um es reaktionsschneller zu machen, wo immer auch möglich. Das Filtern von Gegenständen steht ganz oben auf der Liste der Qualitätsverbesserungen. Das Greycat Multitool ist nun die erste Waffe bzw. das erste Gadget mit zwei Arten von Nachladevorgängen. Einer für die Ampulle des Heilaufsatzes und einer für die Batterie. Das bedeutet, dass der Benutzer zwei verschiedene Ressourcen verwalten muss, um das Beste aus dem Greycat Multitool herauszuholen. Die erste Iteration der neuen zugrunde liegenden Logik für die State Machine zur NPC-Steuerung wurde diesen Monat getestet. Eine State Machine, das ist nicht, wie es der Name vermuten lässt, eine Statusmaschine. Es ist eher ein Prozessmodell. Basierend auf dem aktuellen Zustand und einer gegebenen Eingabe führt die Maschine Zustandsübergänge durch und erzeugt Ausgaben. Ein Zustand ist eine Situation eines Systems, die von vorherigen Eingaben abhängt und eine Reaktion auf nachfolgende Eingaben bewirkt. Ein Zustand wird als Anfangszustand bezeichnet. Hier beginnt die Ausführung der Maschine. Eine State Machine definiert, für welchen Eingang ein Zustand von einem Ausgangszustand in einen anderen Zielzustand geändert wird.
Betrachten wir diese einfache State Machine hier. Sie besteht aus zwei Zuständen, aus und ein. On, ein, ist hier der Anfangszustand. Er wird aktiviert, wenn die State Machine ausgeführt wird. Die Pfeile zwischen den Zuständen kennzeichnen die möglichen Zustandsübergänge. Sie definieren, für welchen Eingang ein Zustandswechsel stattfinden wird. Hier wird der aktive Zustand für den gedrückten Eingang von ein auf aus und für den gleichen Eingang wieder auf ein geändert. Etwas komplexer könnte es so aussehen. Für ein sehr einfaches Computerspiel sieht es wie folgt aus. Wir bekommen nun eine entfernte Idee davon, wie viele und wie komplexe State Machines CRG für Star Citizen entwerfen und entwickeln muss. In diesem hier beschriebenen Fall gibt es eine State Machine, deren unterliegende Logik aber nicht leistungsfähig genug war, so verstehe ich es, weshalb nun eine neue Logik geschrieben wurde, die mit der Größe und Komplexität des Projekts deutlich besser skalieren sollte, steht hier geschrieben. Außerdem bietet sie bessere Debugging-Tools, die die Zeit für das Auffinden und Beheben von Fehlern verkürzen. Im Bereich der Gameplay-Features wurde die Unterstützung lokaler Inventare fortgesetzt und die Knickknacks-App für Alpha 3.15 vorbereitet, wobei die Behebung von Fehlern und das Polieren der Benutzeroberfläche einen Großteil der Zeit des Teams in Anspruch nahmen. Außerdem haben sie verschiedene Missionsteams unterstützt bei der Anbindung von Inhalten an das Reputationssystem, richteten Läden und Barkeeper in Horizon ein und bereiteten Inhalte und Prozesse für die International Aerospace Expo vor. Mit Blick auf die Zukunft wurde damit begonnen, den Verkauf von Gegenständen in Geschäften zu ermöglichen und sie haben die zukünftige Überarbeitung des Frachtsystems und Jumptown V2 vorbereitet. Das Vehicle Feature Team hat im September Fortschritte bei den Sprungpunkten gemacht und das Partyspringen deutlich verbessert. Außerdem entwickelte das Team neue Animationstechniken für die Hull C weiter und unterstützte das Team für die visuellen Effekte mit Verbesserungen der Bodeneffekte. Die verbleibende Zeit wurde für Verbesserungen bei der Fehlersuche in Schiffsdaten verwendet, um die Entwicklungsprozesse weiter zu unterstützen. Vehicle Experience testete die Bombardierungsmechanik in der Qualitätssicherung nach einer erfolgreichen Überprüfungs- und Optimierungsphase im letzten Monat. Sie befinden sich nun in der abschließenden Fehlerbehebungs- und Optimierungsphase vor der Veröffentlichung und warten auf das Feedback aus den Evocati- und PTU-Phasen. Es wurden auch Verbesserungen an den Geschütztürmen für eine zukünftige Veröffentlichung vorgenommen und Experimente zur Raketenabstimmung und Balance im gesamten Spiel durchgeführt. Das Team untersucht auch, wie man den Operator-Mode weiter ausbauen kann. Weiterhin bereitete das Team die Schiffs-Releases von Alpha 3.15 vor, unterstützten das Actor-Feature-Team beim Entwickeln des Intoxination, des Rauschmodus für Piloten und Fahrer und nahmen nicht zuletzt allgemeine Fehlerbehebungen und Verbesserungen vor. Grafik- und VFX-Programmierung. Das Grafikteam nahm weitere Leistungsverbesserungen am Renderprofil sowie Optimierungen an den Post-Effekten, Tiefenschärfe und Bewegungsunschärfe, Terrain-Rendering und Nebel vor, um die gleiche Leistung bei höheren Auflösungen zu erhalten. Darüber hinaus wurde der Wassershader verbessert. Diese Änderungen ermöglichen es, dass die Schattierung auf verfügbaren Teil auf Kachelbeleuchtungsdaten und nicht auf der nächstgelegenen Environment Probe, auf der nächstgelegenen Umgebungssonde basiert, um eine konsistentere Beleuchtung in Szenen mit Wasservolumina zu schaffen. Was Environment Probes sind, das habe ich im Mai 2020, aber auch im März dieses Jahres erklärt, weshalb ich da nicht noch einmal drauf eingehen möchte. Wer das verpasst hat, kann sich gerne die Videos noch einmal anschauen. Klickt dazu gerne auf den Link hier rechts oben eingeblendet. Kurz zusammengefasst handelt es sich um eine Technik, bei der Bilder aus der Umgebung aufgenommen und die so gewonnenen Informationen in einer Umgebungstextur organisiert werden. Mittels Platzierung dieser Sonden in der Umgebung sind so realistische Beleuchtungen möglich. Aber scheinbar sorgen diese Sonden, die zuerst in New Babbage zum Einsatz kamen, auf Wasser für ein eher inkonsistentes Ergebnis, weshalb CRG sich entschieden hat, die Schattierung auf den Tiles, den gekachelten Beleuchtungsdaten, aufzusetzen. Außerdem wurde die Beleuchtung von Wasservolumina so geändert, dass volumetrische Faktoren wie Wolken und Nebel berücksichtigt werden, wodurch frühere Probleme vermieden werden, bei denen Wasservolumina beim Schattieren lokale Nebelvolumina ignorieren.
Darüber hinaus wurde die Überarbeitung des Render-to-Texture-Systems vorangetrieben, in dem eine Regionskopie für statische Render-to-Texture-Objekte implementiert wurde, um den vorhandenen Inhalt wiederzuverwenden, anstatt ihn neu zu rendern. Render-to-Texture kennen die meisten von uns bereits. Hier werden gerenderte 3D-Szenen in eine Textur gebacken, die so dann als 2D-Asset auf beliebigen Displays im Verse unterlegt werden kann und so die Illusion einer Live-Übertragung erzeugt wird. Die Überarbeitung des Render-to-Texture-Systems wird letztendlich die Leistung erhöhen und die Verwendung von Szenen-Passes einsparen. Außerdem wurde der Algorithmus zum Packen des Render-to-Texture-Atlas neu geschrieben, um die neue Funktion zum Kopieren von Regionen zu unterstützen, wodurch er robuster und leichter zu warten ist. Schließlich untersuchte die Grafikabteilung Validierungsfehler und sammelte aufgezeichnete analytische Vulkaninformationen für zukünftige Erweiterungen. Das Beleuchtungsteam polierte und optimierte die neuen Geschäfte von Orison, Cousin Crows, Providence Surplus und den Crusader Showroom. Wir haben uns viel Mühe gegeben, wird hier das Beleuchtungsteam zitiert, um sicherzustellen, dass diese neuen Standorte thematisch in den Stil von Orison passen, aber jeder einen einzigartigen Stil und Geschmack hat. Um diese neuen Standorte zu unterstützen, haben wir die Beleuchtung für ihre jeweiligen Plattformen weiter optimiert. Soweit das Beleuchtungsteam. Außerdem wurde die Fertigstellung, steht hier weiter, der kommenden Krankenhäuser und Kliniken fortgesetzt, wobei das Feedback der Art Directors umgesetzt und visuelle Fehler behoben wurden. Die Unterstützung für die Kolonialismus-Außenposten wurden fortgesetzt, wobei die Beleuchtungsübergänge für allen aktuellen Module und Komponenten fast abgeschlossen sind. Die Optimierungs- und Polierarbeiten werden fortgesetzt und es wurde eine neue dynamische Beleuchtung zur Unterstützung der Luftschleusenschaltung hinzugefügt. Weiter geht's zur Lore der Erzählung der Geschichte von Star Citizen. Während die Veröffentlichung von Alpha 3.15 näher rückt, wurde an Narrative gearbeitet, also an der Erzählung, um sicherzustellen, dass alle letzten Elemente und Details vor der Veröffentlichung vorhanden sind. Dazu gehörte auch die Überarbeitung der Hinweise, die zur Unterstützung der neuen Gameplay-Features hinzugefügt wurden, sowie der Tagebucheinträge, die einige der komplexeren Systeme erklären. Für Nicknacks passte das Team die Namen und Werte von Gegenständen an und änderte insbesondere alle Rüstungskapazitäten von Storage Points, SP, in Micro-SCU, also in Mikro-Standard-Frachteinheiten. Die Delphi-Reputations-App wurde ebenfalls überarbeitet, um sicherzustellen, dass alles so klar wie möglich ist, da Organisationen nun mehrere Bereiche haben können, in denen Spieler sich Ränge verdienen können. Das Team verbrachte auch viel Zeit mit Spieltests, um so viele Fehler wie möglich zu identifizieren und zu beheben. Über Alpha 3.15 hinaus wurde Zeit damit verbracht, Details über das in der Entwicklung befindliche Hacking-Gameplay, Pyros Raumstationen und nicht wasserbasierte Ozeane zu diskutieren. Eine Aufnahmesitzung zur Aufnahme von Dialogen in Missionen und im Lautsprechersystem wurde ebenfalls abgeschlossen und die Arbeit an neuen NPC-Verhaltensweisen wurde mit KI, Design und Audio fortgesetzt. Systemische Dienste und Tools. Während des gesamten Septembers arbeitete Systemic Services and Tools, SST abgekürzt, weiter an der Wirtschaft, den Tools und Quantum. Außerdem wurden die Randfälle für eine einfachere Nutzung und Aufzeichnung überarbeitet. SST schloss einige grundlegende Anpassungen an der Diffusion Engine und der Kommunikation mit dem DGS in Form von Anpassungen an der Direct Connect DGS Threat Bridge ab. Wer wissen möchte, was es hiermit zu tun hat, mit dem Diffusion, mit dem DGS, den dedizierten Spielservern, der kann sich gerne die Erklärung dazu ganz detailliert in der entsprechenden Verse Night angucken oder in meiner Zusammenfassung. Den Link zur Zusammenfassung, über die ihr dann auch zu der Verse Night kommt, wenn ihr noch mehr wissen wollt, den binde ich euch hier rechts oben ein. Klickt da gerne drauf. Und informiert euch über die hochkomplexe Service- und Netzwerkstruktur von Star Citizen. Mich hat das sehr beeindruckt. Die Service Engineers, steht hier weiter, arbeiten nun gemeinsam mit ihren Kollegen aus dem Bereich Gameplay Engineering an einem neuen Gameplay-System für den kaufmännisch orientierten Spieler. Sehr schön!
Die Arbeit am intelligenten NPC-Spawning wird fortgesetzt, wobei das Team einen beeindruckenden internen Meilenstein erreicht hat. Was das Beeindruckende ist oder warum, wird uns hier allerdings vorenthalten. Schließlich wurden in Vorbereitung auf Alpha 3.15 neue Probleme im Inventarsystem und den Backend-Diensten behoben. Ja, haben wir schon drüber gehört. Da scheint ja Performance insbesondere ein großes Problem gewesen zu sein. Weiter geht's zu Turbulent. Letzten Monat hat das Live-Tools-Team von Turbulent einen neuen Launcher bereitgestellt. Dieser enthält eine aktualisierte Logik für die Verifizierungsfunktion, die Verlängerung der Zeit für die Warnmeldung beim Spielstart und die Aktualisierung der Bindings im Rahmen einer neuen Ladesequenz. Das Games Services Team hat den Discipline Service weiterentwickelt. Da weiß ich nicht, was gemeint ist. Wobei die meisten kritischen Aufrufe geliefert wurden, steht hier weiter. Die Arbeiten am Launcher und im Spiel sind ebenfalls abgeschlossen und die QA-Phase beginnt bald, also die Qualitätssicherung. Das Team setzte die Überarbeitung des Entity Graph fort, des Entitätsgraphen, und arbeitete am Matchmaking Service. Noch zwei Begriffe aus der Netcode- und Server-Kommunikationslandschaft. Wie gesagt, wer da reintauchen möchte, rechts oben klickt gerne rein in mein Video vom 14.8., wo ihr alles erfahrt über Server-Meshing, Entity-Graph, Matchmaking, Atlas, Charts und so weiter und so fort. Das Web-Team hat an den Seiten für CitizenCon und die International Aerospace Expo gearbeitet und ein neues Backend-Tool erstellt, um das Aussehen und die Funktionalität aller Website-Inhalte zu verbessern. Das UI-Team konzentrierte sich im vergangenen Monat auf Leistungsverbesserungen und optimierte einige der kostspieligen Bereiche der Benutzeroberfläche. Hierzu ein Zitat: Wir haben weitere Fortschritte bei der zugrunde liegenden Codearbeit der StarMap gemacht und damit begonnen, einige Platzhalter-UI in Entwicklungsbuilds zu bringen, sodass wir wirklich anfangen können, damit herumzuspielen auf die Weise, wie ihr es später tun werdet. Das UI-Team hat außerdem an den Bildschirmen für die kommenden Missionsarchetypen Infiltration und Verteidigung gearbeitet und die Bildschirme für Krankenhäuser und das persönliche Inventar fertiggestellt. Weiter geht's zum Vehicle Tech Team. Die haben an einer Squadron 42-spezifischen Vehicle-Mechanik gearbeitet, ihr den letzten Schliff gegeben, mit dem Ziel, sie in das PU zu integrieren. Außerdem wurden Fehler für Alpha 3.15 behoben und die Grundlagen für die Integration von Radar und Scanning in das FPS-Gameplay geschaffen. Einige funktionale Änderungen am Radar- und Scanning-Design sind ebenfalls in Arbeit. Größere Verbesserungen bei der Steuerung von Türen und anderen raumbezogenen Interaktionen, zum Beispiel Licht, Atmosphäre und Kommunikationssysteme, befinden sich im Prototyping-Stadium. Also der Prototypisierung. Das Ziel ist es, den Spielern die Möglichkeit zu geben, ihre Umgebung zu kontrollieren, während sie sie zu Fuß erkunden. Erwartet, dass es bald mehr Interaktion mit den Türbedienelementen geben wird, wird hier das Vehicle Tech Team zitiert. Und das letzte Team ist, wie häufig, wie immer, das Team für die visuellen Effekte. Die haben ihre Arbeit an den neuen Fahrzeug-Wakes beendet, die zusammen mit dem Vehicle-Feature-Team durchgeführt wurden. Und die Effekte für ein noch nicht angekündigtes Schiff wurden fertiggestellt. Wer jetzt von euch denkt, dass Wake, Fahrzeug-Wakes, irgendwas mit Aufwachen bzw. dem Starten von Fahrzeugen zu tun hat, liegt hier weit daneben. Wakes sind die Nachlaufströmungen eines Fahrzeugs, also die Luftverwirbelungen dahinter. Und die haben einen erheblichen Einfluss in der realen Welt auf seine aerodynamische Leistung und die Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten. Daher ist die Optimierung dieser Wakes, dieser Fahrzeugnachlaufströmungen, ein effektiver Weg zur Verbesserung der aerodynamischen Leistung und zur weiteren Verbesserung der Fahrstabilität und des Kraftstoffverbrauchs. Ja, und wieder mal ein Detail, an dem CIG arbeitet. Und von dem ich auch ausgehe, dass es Auswirkungen haben wird auf die Fahrzeugphysik. Und wieder mal ein Detail, weshalb viele Menschen eben auch Star Citizen unterstützen, eben genau wegen dieser Details. Sehr, sehr interessant, was auch hier in so einem versteckten Nebenwort abgehandelt wird, dass sie an so einem Feature arbeiten. Lese ich persönlich zumindest zum ersten Mal. Ja, und der letzte Satz ist, dass sie weiter an Theaters of War arbeiten. Das war's mit dem Monatsreport, mit dem Star Citizen Monatsreport für September 2021. Ja, und wo wir gerade so nett zusammensitzen.
werfen wir doch noch einmal einen Blick auf das Roadmap Roundup vom 6. Oktober 2021. Da hat es ja schon einen großen Hype gegeben. Und warum und weshalb und warum es eigentlich nur ein Teilhype ist, ja, darüber können wir gleich mal sprechen. Gehen wir mal kurz durch. Der Progress Tracker wird jetzt erweitert. Die Planungen des 4. Quartals 2021 haben begonnen und es gibt eben einige Ereignisse, Ergebnisse, Einträge, die hier im Folgenden herausgestellt werden. Und jetzt kommt auch gleich der Grund all des Hypes, die Player Item Shard Transition. Hier steht geschrieben, mit der Einführung von vollständig persistenten Shards sind Gegenstände und Schiffe, die im offenen Raum zurückgelassen werden, an dieses Shard gebunden, bis ein Spieler sie einsammelt und in einem Inventar speichert oder ein Schiff an einem Landeplatz landet, parkt. Stored, wie auch immer. Um eine reibungslosere Erfahrung zu bieten, werden wir eine Funktion implementieren, die diese frei platzierbaren Gegenstände automatisch auf dem Shard speichert, wenn Gebiete gestreamt werden, und sie auf einem anderen Shard platziert, wenn sich der Spieler auf einem neuen Shard einloggt. Dies ermöglicht es den Spielern, ihre frei platzierten Schiffe und Gegenstände im offenen Raum zu finden, unabhängig davon, welcher Shard-Instanz sie beim Einloggen zugewiesen werden. Ja, das ist interessant, wie gesagt. Jetzt muss ich doch nochmal die Folie aus dem Vortrag von Unobtainium, Angugontal und mir auspacken. Ihr seht hier von oben nach unten, oben die Clients, also unsere Spiele-PCs. Die verbinden sich über das Internet mit den Servern von CRG, respektive AWS. Und hier geht es über die Spieleserver rein ins Backend. Die im Progress-Tracker erwähnten Shards sind ein Satz von dedizierten Spielservern, von den DGS, und ein Hybrid. Die bilden einen Shard. Und innerhalb dieses Shards befinden sich mehrere vernetzte, vermeschte DGS, Dedicated Game Server. Was bedeutet also die Player-Item-Shard-Transition? Ich bin der Meinung, eigentlich nichts wirklich Spektakuläres, aber dann wiederum doch. Also warum ist es nicht spektakulär? Nun, weil es eigentlich lediglich bedeutet, dass die persistenten Daten eines Spielers von Shard 1 nach Shard 2 übergeben werden können. Das ist insofern interessant, als dass mal geäußert wurde, dass das nur in Ausnahmefällen möglich sein soll, Daten zu übergeben, aber offensichtlich hat man sich entschieden, dass es doch notwendig ist und eigentlich muss es das auch, denn warum macht CRG das? Weil ansonsten partybasiertes Multiplayer-Spielen überhaupt nicht möglich wäre. Denn auch wenn die dedizierten Spielserver miteinander vernetzt sind, ist es ja trotzdem noch so, dass ein Shard unter dem Strich eine Instanz erstmal bleibt, bis wir ein vollumfängliches Server-Meshing haben, wo wir dann nur noch ein einziges großes weltweites Shard haben. Wie gesagt, wenn ihr da nochmal in die Tiefe reingucken möchtet, dann guckt euch nochmal das Video an dazu. Ich möchte das hier einfach nur ganz kurz umreißen, dieses ganze Thema. Jetzt ist es also so, um wieder bei dem Cola-Dosen-Beispiel zu bleiben, dass nicht nur der Rucksack persistent ist und der Hangar persistent ist, sondern eben auch die Umgebung. Das, was der Chris Roberts mal erzählt hat, er stellt eine Dose, eine Getränkedose auf einen Baumstamm, auf Microtech, fliegt weg, kommt irgendwann wieder und dann steht die Cola-Dose dort oder die Getränkedose dort vermeintlich immer noch rum. Das wäre dann die volle Persistenz. Und diese Dose auf dem Baumstamm, auf Microtech, wenn ich mich jetzt bei auslogge und dann mit meiner Party, mit meinen Crewmitgliedern, wie auch immer, mich dann gemeinsam in einer Party einlogge und komme dann in einem anderen Shard raus, dann wird dort auch diese Getränkedose wieder gestreamt. Das ist von Anfang an der Plan gewesen und hypt mich jetzt nicht wirklich, sondern es ist einfach eine Erwartungshaltung. Aber warum ist es dann doch spektakulär? Weil das bedeutet, dass es scheinbar eine erste lauffähige Iteration des Server-Meshing geben muss, weil CRG ansonsten solch ein Thema im Progress-Tracker und vor allem auf der Roadmap nicht erwähnt hatte. Die hätten einen Teufel getan, um das irgendwo offiziell zu erwähnen.
Dafür spricht für diese Theorie oder diese Annahme spricht auch der übernächste Punkt. Ich überspringe jetzt mal kurz den Character Creator, und zwar das Name, die Name Resolving API. API ist eine Programmierschnittstelle. Hier steht geschrieben, das ist die Engine-Implementierung für den Entity Class Name Resolving Service, also ein Namensauflösungsservice für Entitätsklassen. Das wird meines Verständnisses nach mit dem Entity Graph zu tun haben, beziehungsweise der Entity Graph Datenbank. Was bedeutet das? Zur Auflösung bzw. Zuordnung von Entitäten, also von Spielobjekten, von der Dose auf dem Baumstamm, auf Microtech, ist der Name. Das erste Abfrageargument ist der Name der Entitätsklasse. Dann, wenn wir also wissen, das ist die Dose, muss natürlich kommuniziert werden, wo in der Graph-Datenbank das Ding gespeichert ist. Das heißt, das zweite Argument ist der Name der Repository-Klasse, was das Datenarchiv ist. Und das dritte Argument ist der Entitätsmanager selbst. Mit dieser Name-Resolving-Schnittstelle kann Entity Graph also Daten entsprechend zuordnen, beziehungsweise, vielleicht anders formuliert, wird die Kommunikation zwischen Shards und Entity Graph ermöglicht. Und das passt meines Erachtens wirklich Hand in Hand mit der Player-Item-Shard-Transition. Das passt zueinander. Das heißt, auf der einen Seite haben wir eine Persistenz, sodass Daten von einem Shard auf den anderen übergeben werden können. Und das Ganze ist ja Entity Graph basierend letzten Endes und beziehungsweise Entity Graph und Persistenzdatenbank, das ist ja eine Struktur. Eine Datenbankstruktur, und die Kommunikation dessen wird eben über diese Name Resolving API ermöglicht. Ja, ganz spannende Geschichte. Wann? Zum Ende des Jahres, also 3.15, nein. 3.16 vielleicht, weiß ich nicht. Ich setze da nochmal ein ganz großes Fragezeichen hinter. Ich bin jetzt sehr gespannt auf die CitizenCon, was sie uns da erklären werden, erzählen werden, vorstellen werden. Vielleicht kommt ja doch noch der große Knaller aus technischer Hinsicht. Im Moment bin ich erstmal vorsichtig und würde sagen, so erstes, eher zweites Quartal nächsten Jahres. Also Mitte nächsten Jahres. Schauen wir mal. So, dann haben wir hier noch die Verbesserung der KI-Landung. Das ist ja auch ganz interessant. Sie beschäftigen sich mit den Meshes. Das haben wir ja vorhin auch in dem Monatsreport gelernt. Das heißt, nicht nur die KI-NPCs sollen sich frei bewegen auf den Planeten-Navigationsmeshes, sondern Schiffe sollen auch landen können, und zwar überall. Nicht nur auf dedizierten Landeplätzen. Und das ist die Verbesserung der KI-Landung, die also auch auf unstrukturiertem Boden, also nicht nur auf Landeplätzen, sondern überall landen können werden. Dazu brauchen sie auch dieses Planet Nav Mesh. Auch eine ganz interessante Geschichte. Ja, dann haben wir die KI-Navigationslinks, also Navigationsverbindungen, Aufzüge, Transit. Das ist auch was ganz interessant ist, das geht auch wiederum um das Thema Leben im Verse. Und zwar geht es hier um Adapter, um Navigationsmeshes miteinander zu verbinden. Und zwar haben wir ja ein physikalisches Navigationsmesh, was zum Beispiel heißt Lorville. Und hier gibt es die einzelnen Stadtbereiche, in denen wir herumlaufen können. Die sind verbunden über eine Bahn. Und die Bahn ist auch ein separates Nav-Mesh. Wenn die Bahn irgendwo anhält, dann muss das Nav-Mesh-Bahn mit dem Nav-Mesh-Stadtteil sich verbinden. Und darum geht es hier, dass dann auch die KI in der Lage sein wird, von dem Bahnhof aus in die Bahn zu steigen und umgekehrt wieder auszusteigen und damit in der Stadt herumzureisen. Sehr interessant. Wenn das wirklich funktioniert, können Sie meinetwegen auch auf den Sitzen herumstehen in der Bahn. Das wäre ja schon fast lebensecht. Nein, finde ich sehr, sehr interessant. Und das alles zielt auf das Thema ab, wirklich das Verse mit Leben zu füllen. Beziehungsweise eigentlich ganz, ganz viele Themen
zielen darauf ab. Kommen wir gleich noch drauf. Denn der nächste Punkt geht auch damit einher, Verbesserungen bei der Bewegung ziviler NPCs, also der NPCs, die eigentlich ja, dass du und ich darstellen sollen, die Gesellschaft darstellen sollen. Die sollen sich nicht mehr so roboterhaft bewegen, die sollen sich natürlicher verhalten, natürlicher bewegen. Das ist hiermit gemeint. Gut, dann kriegen wir noch einen Greycat Salvage Rucksack für die Lagerung von Salvage-Material, von Bergungsmaterial. Wir haben Kleidung, Personalkleidung für die Krankenhäuser von Lorville und Levski und Area 18. Wir haben dann auch die medizinischen Outfits für die Outlaws. Ja, interessant. Da kommt dann die blutige Schürze, die Jared mal angesprochen hat, die er gerne haben wollen würde. Auch interessant, dass sie an dem DNA-System arbeiten. Das heißt, dass die Texturqualität der Köpfe in Star Citizen noch stark verbessert werden soll. Das haben wir ja vorhin auch im Monatsreport schon gelernt. Es gibt Xenothreat-Rüstungen, das wurde schon angemerkt. Dann wurde der Fire Extinguisher, der Feuerlöscher wurde entfernt. Der ist jetzt wieder zurück. Und die Grimhex Klinik und die A2 Hercules Starlifter wurden jetzt bestätigt zum Release für 3.15. Ja, ganz interessant. Es zielt also alles wirklich darauf ab, die Server-Meshing-Technologie aufzusetzen, diese ganze Kommunikations- und Datenstruktur, der Netcode, das alles wirklich so auf die Beine zu kriegen, dass wir ein funktionierendes Leben des Verse bekommen. Und ja, wie sich CIG das vorstellt und welche technischen Ergebnisse sie haben und worauf sie dann hinarbeiten, das werden wir in der CitizenCon, im Rahmen der CitizenCon erfahren, jetzt am Samstag, den 9. Oktober. Dann nochmal kurz erwähnt, viele Streamer, wahrscheinlich alle Streamer, werden die CitizenCon restreamen und mit ihrer Community gucken. Der Sawyer macht das mit seinem Crash Academy Network, der Citgo, weiß ich gar nicht, ob das, bestimmt macht Citgo das auch. Der Fexi auf jeden Fall, weiß ich, der streamt auch mit Mitch und Danny sind da zu Besuch, Jimmy ist zu Besuch und PsychShot natürlich auch mit Panya und Minyo und ich bin dann auch mit dabei. PsychShot startet am Samstag um 15 Uhr, soweit ich weiß, und ja, so gegen 16, 17 Uhr werde ich dann auch dazu stoßen. Freue mich schon sehr, das wird sehr, sehr interessant. Der Terminplan geht ja bis 1 Uhr morgens. Ja, das schreit nach einer Menge Kaffee und Cola und Wachbleibematerial. Der interessanteste Teil kommt dann am Ende mit Tony Zurovecs Teil, finde ich zumindest. Und es gibt einen Abschnitt live in the Verse, also das Leben im Verse, von dem ich vermute, dass es hier auch eine Demo geben wird, um uns zu zeigen, wie sich CIG das Leben im Verse vorstellt. Sehr, sehr interessant. Ich erwarte eigentlich nicht. Ich muss mal kurz einen Schluck Kaffee nehmen. Ich erwarte eigentlich nicht eine große Traumschloss-Rosa-Ponyhof-Präsentation, wie wir es die letzten Jahre erlebt haben, sondern eher eine sehr nüchterne Präsentation darüber, wo sie derzeit stehen, wo sie hinwollen, welche Probleme sie noch haben. So wirkt jedenfalls der Terminplan auf mich. Ich bin eigentlich relativ bis gar nicht gehypt, bin einfach gespannt, interessiert, was uns dort so erzählt werden wird. Und erwarte eben keine großartige Hallo-Verkaufsshow oder sowas, wie wir es in den letzten Jahren hatten. Warum auch? Sie brauchen es ja nicht mehr. Also während CRG uns ja bei der Stange halten musste die letzten Jahre, um den Traum, die Vision weiterhin zu verkaufen, haben sie jetzt ja schon vorzeigbare Ergebnisse und können auf dem aufsetzen, was es gibt, beziehungsweise an dem sie bauen. Und meine Erwartung ist eben dementsprechend auch, dass sie hier eine sehr bodenständige Präsentation machen werden. Schauen wir mal. Natürlich wird es auch wieder ein Sale geben. Sie haben ja mehrfach die unangekündigten Raumschiffe erwähnt in dem Monatsreport, an dem sie gearbeitet haben. Interessant finde ich eben weiterhin bei CIG, dass sie diese Technical Debt-Geschichte
im Auge haben, dass sie großen Wert legen auf Qualitätssicherung, Fehlersuche, Fehlerbereinigung, dass sie es trotz aller Probleme schaffen, uns immer noch halbwegs spielbare Builds zu geben. Das ist nicht selbstverständlich, finde ich nach wie vor sehr erstaunlich, und mit Sicherheit ist das auch ein Grund, weshalb die Entwicklung langsamer vorangeht als bei anderen Computerspielen, aber das ist der Preis eben dafür, dass wir die ganze Zeit mit dabei sein dürfen und die jeweils aktuelle Version spielen können. Ja, und für mich das Highlight ist eben dieser Performance-Regressionstest. Das geht eben in die gleiche Richtung, dass sie das wieder aufnehmen. Also es gab es offensichtlich schon mal, dann haben sie damit aufgehört. Jetzt fangen sie wieder damit an, weil sie eben wahrscheinlich festgestellt haben, dass es essentiell wichtig ist und dass sie diese Regressionstests, Performance-Regressionstests brauchen, um, auch wenn es mal eine schlechtere Performance für uns Spieler innerhalb eines Builds bedeutet, dass sie das brauchen, um herauszufinden, wo eventuelle Ursachen für solche Performance-Lücken, Einbrüche liegen. Finde ich ganz, ganz spannend, neben all den technischen Herausforderungen, denen sie sich stellen und die sie ja auch nach und nach lösen. Ich bin sehr gespannt, habe ich schon gesagt, ne? Ich wiederhole mich hier. Ach komm, nochmal einen Schluck Kaffee, was soll's. Ich brauche das auch zum Nachdenken gerade, weil so richtig was zu erzählen habe ich jetzt nicht. Wir werden sehr, sehr viel ab Samstag oder ab Sonntag zu erzählen haben. Insofern schaltet auch ein in die Verse Night. Die gibt es nämlich auch schon wieder am Dienstag auf dem YouTube-Kanal YouTube.com/C/VerseNight mit Mitch, Danny und mir, und wir werden natürlich über die CitizenCon sprechen und wir gucken auch nochmal auf den Squadron 42 Newsletter, soweit da noch interessante Aspekte drinstehen, aber natürlich werden wir uns vor allem und maßgeblich um die CitizenCon kümmern, darüber sprechen. Ja, dann, ach was soll's, ich werde das jetzt nicht länger in die Länge ziehen. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank an meine Unterstützer auf tippi.com. Kommt auch ihr gerne dazu. www.tippi mit 3e, tippi.com. Den Link hier oben rechts eingeblendet. Klickt da gerne drauf, wenn ihr euer Dankeschön dalassen wollt für die viele Arbeit, die in diese Erklärungsvideos reinfließt. Freue ich mich über jeden Euro. Bedanke mich bei euch, der ihr mich dort unterstützt. Vielen, vielen lieben Dank. Und wer dabei ist, der bekommt auch so das ein oder andere Schmankerl. Dann und wann mal extra, je nachdem, was mir so in den Kopf kommt. Jetzt aber. Toll, dass ihr mit mir hier dabei gewesen seid. Bin gespannt auf die CitizenCon, freue mich auf den Stream, freue mich auf die Verse Night und freue mich auf das nächste Video und auf euch und überhaupt bis zum nächsten Video, zur gemeinsamen Premiere, zum gemeinsamen Schauen, zum gemeinsamen Diskutieren auf YouTube, in den YouTube-Kommentaren oder auf Discord. Alles Liebe, alles Gute, bis dahin. Tschüss.